gerade hier schon einen Soundcheck gehabt mit Josh Ezra. Und der Kollege sagte gerade noch mal, sag noch mal, wie alt ist der? 22. Und das muss man fragen, weil er steht auf dieser Bühne, nur er und seine Gitarre. Und man denkt, ach, Mensch, das ist ja ein schnuckliger Kerl. Und dann fängt er an zu singen und man fliegt einfach davon. Er hat eine unglaubliche Stimme, hat es sogar in den USA geschafft, wahnsinnig erfolgreich zu werden. Und das gelingt nicht jedem. Album in Deutschland letzte Woche noch mit Gold ausgezeichnet. Wir haben das Glück, dass er heute gleich zweimal für uns singt. Und jetzt gleich sitzt er erstmal hier auf dem Sofa. Mike is overland by the chief. It may be hard for you to stop and believe for you. George Ezra. Er ist ein Mann der Kontraste. Junges Aussehen, reife Stimme. Mit seinem Song Budapest eroberte der Engländer die internationalen Charts. Mit 18 als Student in Bristol sein erster scheuer Auftritt. Mit der eigenen Stimmgewalt weiß er damals kaum umzugehen. Kurze Zeit später hat Ezra einen Plattenvertrag in der Tasche. Aber es fehlen Songs für ein Album. Eine Zugreise soll Inspiration bringen. Quer durch Europa nur die Gitarre im Gepäck. Bis nach Budapest will er kommen, doch er verpasst den Zug. Auf dieser Reise entstehen Songs, die später zu Hits werden, wie Blame It On Me. Aus dem scheuen Anfänger ist mittlerweile ein routinierter Live-Interpret geworden. Gerade ist George Ezra zurückgekehrt von seiner ersten Welttournee. Ja, und quasi auf dem direkten Weg zu uns aufs Sofa. George Ezra, herzlich willkommen bei uns. Guten Morgen, hallo. Guten Morgen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Kannst du das eigentlich noch hören, wenn Leute sagen, boah, was hat der für eine Stimme, wo kommt das her, der sieht überhaupt nicht so aus? Yeah, it's... I have heard it a few times. Ich habe das schon ein paar Mal gehört. Ich kenne das. Aber natürlich ist es auch schmeichelhaft. Das ist ganz nett. Und ich sage immer, dass ich nicht älter aussehe, sondern älter klinge. Besser als andersrum. Wir haben gerade hinter den Kulissen eine Probe von dir erlebt und alle haben applaudiert. Und du hast ganz schüchtern geguckt und dich gefreut, hat man gesehen. Und man denkt so, ey, der hat in den USA gerade mega Konzerte abgerissen. Hast du das überhaupt noch gar nicht verstanden, was da gerade mit dir passiert ist? No, I find it very hard to kind Nein. of compute what it is. Es ist sehr schwierig, das mit, also das einfach zu denken, was jetzt passiert. Und seit zwei Jahren bin ich jetzt am Start und zwar jeden Tag. Und es ist sehr schwierig, sich davon zu trennen von den Ereignissen. Ich habe das noch gar nicht richtig begriffen. Eines Tages vielleicht kann ich das genießen. Das heißt, du bist wie oft zu Hause gewesen in letzter Zeit? Do you know what is getting more and more as we, also, langsam kommen wir zum Ende und ich bin häufiger zu Hause. Und heute fliege ich nämlich nach Hause und habe ich 5 Tage frei. Du verrückter Kerl. Das ist ja Wahnsinn. Was wirst du machen? Mal gar nichts? Ich habe keine Ahnung. Ich drehe einfach durch. 5 Tage frei, da weiß ich überhaupt nicht, was ich mit mir anfangen soll. Sag mal, wenn du auf Tour bist, hast du immer ein Maskottchen dabei sozusagen. Deine Schwester. Wie kommt das? Ja, das ist meine Schwester, die kommt immer mit. Die hat vor 2 Jahren damit angefangen und hat dann für uns T-Shirts und was weiß ich verkauft. Und das war sehr schön, dass sie immer dabei ist. Und ist sie sozusagen Road Managerin oder so oder Assistentin für mich und das ist super. Es ist ganz nett, dass man diese ganzen Momente mit jemandem erleben kann, den man aus der Familie kennt. Du warst jetzt gerade in Amerika nicht nur auf vielen Konzerten, sondern auch bei vielen berühmten Fernsehshows. Wie viele Leute haben dir da Geld angeboten? Mach doch mal einen Song über New York oder über meine Stadt. Wir könnten sagen, machst du nicht mal was über Köln? Was muss man tun, damit du einen neuen Song auch über unsere Stadt machst? Well, we keep saying for the second record, also bei der zweiten Platte, da sagen wir immer, dass ich vielleicht exotischere Orte brauche, wie die Bahamas, um da was drüber zu schreiben. Da können wir vielleicht dann dahin fliegen und das dann genießen. Yeah. Du hast aktuell Barcelona. Wir hören noch mal eben rein. Die Stadt ist gerade bei ihm im Trend. Aber von wegen, da können wir da mal hinfliegen und das genießen. Das hast du gar nicht in Barcelona aufgenommen, das Video.
Nein, das war nicht in Barcelona, das war in Cornwall. Es gibt da The Eden Project, das Eden-Projekt, einen Garten, und da gibt es dann verschiedene Kuppeln, und das war jetzt die Kuppel mit dem Regenwald, da haben wir kostenlos Regen bekommen, das war ganz toll. Nett. Und da hast du gedacht, das hat so viel Ähnlichkeit mit Barcelona, drehen wir da. Nee, das habe ich eigentlich nicht gedacht. Aber wir hatten eine ganz andere Vorstellung davon. Im Video haben wir sehr lange Szenen, und da kann man mein Gesicht gar nicht sehen, weil da überall die Blätter sind und dann sind die reingezoomt und das ging immer weiter so. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, das Video da zu drehen. Die erste Platte hast du gemacht, glaube ich, durch eine Bahnreise und vor allen Dingen auch beim Bahnschreiben. Hast du jetzt noch die Gelegenheit gehabt, Songs zu schreiben während einer Bahnfahrt, oder wie schreibst du die Songs jetzt? Yeah, it's strange because I didn't write the most. Schon komisch, weil ich bei dieser Platte beim Reisen durch Europa geschrieben habe. Aber ich habe da nicht gearbeitet. Ich war ja damals 19 und das war eine Spaßreise. Und seitdem habe ich dann festgestellt, dass es sehr schwierig ist, auf Tour zu schreiben. Und wenn wir jetzt spielen, dann ist es schwierig zu komponieren. Ich hoffe, dass ich Ende des Jahres mal ein bisschen Freizeit habe und dann kann ich mich hinsetzen vielleicht und dann das zweite Album schreiben. Noch mehr freie Zeit? Fünf Tage frei hat, wird er heute zweimal für uns singen. Großartig, wir freuen uns sehr. Und es wird Barcelona dabei sein, Budapest nicht. Da musst du erstmal wieder hinfahren, bevor du das bei uns singen darfst. Und wir grüllen im Hintergrund dann Cologne, Cologne. Genau, einfach für uns. Josh Esra, heute Morgen bei uns. Danke für den Besuch. Jetzt der Sport mit Peter. Ich habe gerade hinter mich zur Bühne geguckt und habe gedacht, wow, so wenig hatten wir eigentlich auch noch nicht draufstehen. Aber das Coole an George Ezra ist, dass man einfach auch gar nicht mehr braucht. Man braucht ihn und seine Gitarre und den Rest hat er einfach hier dabei. Er hat eine unglaubliche Stimme und ist so erfolgreich, dass selbst in den USA alle total ausflippen, begeistert sind. Er spielt dort große Konzerte und das gelingt wirklich wenigen. In Deutschland hat er letzte Woche noch Gold für sein Album bekommen. Wir können ihn heute gleich zweimal live hören. Mike is overland by the chief. It may be hard for you to stop and believe, but for you. George Ezra. Mit seinem Song Budapest eroberte der 22-Jährige die internationalen Charts. Mit 18 als Student in Bristol sein erster scheuer Auftritt. Mit der eigenen Stimmgewalt weiß er damals kaum umzugehen. Kurze Zeit später hat Ezra einen Plattenvertrag, aber keine Songs für ein Album. Eine Zugreise soll Inspiration bringen. Quer durch Europa nur die Gitarre im Gepäck. Auf dieser Reise entstehen Songs, die später zu Hits werden, wie Blame It On Me. George Ezra ist deswegen weiter unterwegs, als moderner Troubadour. Da ist er. Ich habe die Bühne mal ein bisschen voller gemacht, auch wenn du das überhaupt nicht brauchst. Herzlich willkommen heute Morgen, George. Du warst sehr lange auf Reise mit diesem Zug, also einen Monat, glaube ich, warst du unterwegs. Was war das Beeindruckendste, was du da erlebt hast? Ich habe sehr viel erlebt. Ich war damals ja erst 19 und das war das erste Mal, dass ich alleine auf Urlaub war quasi. Alles war neu für mich. Alles, was ich da gesehen hatte, gehörte dazu. Das heißt, du hast die Tasche gepackt bekommen zu Hause. Das habe ich schon alleine hingekriegt. Aber ich hatte ja nichts zu arbeiten. Das war ja nur Vergnügung. Und danach war das anders. Da musste ich arbeiten. Ich muss noch schnell eine Frage stellen für alle Mütter, die zu Hause ganz aufgeregt sind. Können Sie Ihre Tochter noch losschicken? Bist du noch zu haben? Ja, wunderbar. Weil ich finde, er ist der absolute Schnuckeltyp, den jeder haben möchte. Und er kann auch noch singen. Barcelona, jetzt live hier bei uns im ARD Morgenmagazin. Thank you very much. Every time you have to go.
ago. I shut my eyes and you know I'd be lying right by your side in Barcelona. The native man sang in a foreign tongue. I still ache to know this song that he sung, Barcelona, Lord. Every time you have to go, I shut my eyes and you know I'll be lying right by your side in Barcelona. Time you have to go, I shut my eyes and you know I'll be lying right by your side in Barcelona. Ooh, ooh. Barcelona, ooh, ooh. Barcelona. Shut my eyes and you know I'll be lying right by your side in Barcelona. Der Hammer, oder? Ist sehr großartig. Gleich noch mal live hier bei uns im ARD Morgenmagazin. Und kleine Randnotiz noch, das Video zu Barcelona hat in einem Gewächshaus in England aufgenommen. George, bis gleich. Jetzt der Sport. Wir sind ganz begeistert. Heute Morgen ist George Eswald bei uns im ARD Morgenmagazin. George, du bist super viel unterwegs in letzter Zeit gewesen. Deswegen freuen wir uns auch, dass du den Abstecher zu uns noch machst. Kriegst du noch mit, was da passiert ist in den letzten Monaten? Yeah, it's strange. When I'm ja, das ist schon komisch. Wenn ich natürlich jeden Abend spiele, dann bekomme ich nicht mehr mit, was so passiert. Dann lebe ich sozusagen in meiner eigenen Märchenwelt. Aber ich weiß auch nicht mehr so ganz genau, was ich dann immer mache. Ich kann mein Tagebuch gar nicht mehr vervollständigen. Du bist ja dann immer mit einer Menge Leute unterwegs. Lustigerweise auch mit deiner Schwester, die begleitet dich auf Tour. Hast du Zeit, einfach mal zu sagen, puh, ich atme mal durch? Du hast jetzt, glaube ich, wahnsinnige fünf Tage frei am Stück. Yeah. On tour, you kind of, you can kind auf of der Tür, Tour. Merkt man schon, dass man ein bisschen Zeit für sich braucht. Manchmal sind es nur 5 Minuten, aber das ist schon okay für mich. Jetzt hat er 5 Tage, aber bevor er 5 Tage frei nimmt, ist George Eswar heute bei uns. Der Mann, der wirklich nur eine Gitarre und seine großartige Stimme braucht. Er spielt jetzt einen Song für uns. Zweiter Auftritt heute Morgen schon. Blame It On Me, den kennen Sie auf jeden Fall. Großartiger Song, jetzt live im ARD Morgenmagazin. Thank you very much. By the gods of me and you, we hid it west for to find ourselves some truth. What are you waiting for? No, what are you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. What are you waiting for? No, what are you waiting for? What are you waiting for? No, what are you waiting
bleeding down, blame it on me. When I lose control and the veil's overused, blame it on me. What you waiting for? No, what you waiting for? Caught in the tide of blossom, caught in the carnival, your confidence forgotten. I see the gypsies rule. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's bleeding down, blame it on me. When I lose control and the veil's over you, blame it on me. What you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's bleeding down, blame it on me. When I lose control and the veil's overused, blame it on me. When I dance alone, I know I'll go. Blame it on you. When I lose control, I know I'll go. Blame it on me. What you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? Es ist echt immer alle Kollegen immer so, wie alt ist der nochmal? Guck dir den mal an, das gibt's doch überhaupt nicht. Das ist echt so, man kriegt einfach die Optik gar nicht zu dieser Stimme gepackt. Wie ist das, George, als du irgendwann mal gesungen hast, hast du gedacht, huch, was kommt denn da eigentlich raus? Oder wann ist dir das passiert? I didn't really question it. Ich habe das gar nicht hinterfragt, wenn ich ehrlich bin. Das war mehr so ein Schreien, als ich mit 16 mit dem Singen anfing. Und das war ziemlich laut, was ich da gemacht habe. Und im Laufe der Jahre habe ich dann gelernt, wie man richtig singt. Aber ich fand es eigentlich immer schön, Musik zu machen. Du hast dein Album, das gab jetzt Gold letzte Woche hier in Deutschland auch dafür, nach einer Zugfahrt geschrieben. Einen Monat warst du unterwegs. Für das nächste Album wirst du was machen? I don't know. Ich weiß es nicht. Ich brauche ein bisschen Zeit für mich und muss dann arbeiten. Aber vielleicht könnte ich ja noch mal mit dem Zug unterwegs sein. Aber mal gucken, ob ich die Zeit finde. Ich weiß es nicht. Weißt du was, mir ist es auch egal. Du kannst für mich auch das Telefonbuch singen. Deine Stimme ist so großartig. George Ezra ist heute Morgen bei uns zu Gast gewesen. Vielen Dank für die zwei Auftritte bei uns. Und alles Gute bis dahin. Danke für die Einladung.